Hallo Fans und Freunde der WNA, heute ist Heimspiel und ich bin natürlich schon unterwegs auf die Hohe Warte. Zu Gast ist heute Rapid Oberla. Naja, nach der Papierform eher ein Jausengegner, das heißt, das müssten unsere Burschen heute locker schaffen. Bin auch schon gespannt, wie das Spiel laufen wird. Letzte Woche gegen Hirschstetten hat es auch gut ausgesehen von der Papierform, war dann doch ein eher schweres Spiel für unsere Burschen. Ja, und dann ist heute wieder Fan-Fotobuch-Shooting. Viele Heimspiele gibt es nicht mehr. Leider Gottes waren auch letztes Mal nicht allzu viele Leute. Ich hoffe dieses Mal ein bisschen mehr. Es gab ja wieder einen Aufruf auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und auch geteilt. Damit wir viele Leute für das Buch zusammenbekommen. Wäre schön, wenn wir dann im Herbst wirklich viele Leute im Fan-Fotobuch haben. Ja, dann auf geht's. Freue mich schon aufs Spiel, freue mich schon auf euch. Also, bis später. Kommen wir hin. Ich muss sagen, es ist immer wieder schön, hierher auf die Hohe Warte zu kommen, rauf Richtung Stadion. Vor allem, wenn die Sonne so herrlich scheint wie heute. Ja, ich freue mich schon sehr auf das Heimspiel. Ja, und die Frage ist natürlich wieder, kommt Günther rechtzeitig zum Spiel? Kommt er überhaupt bis zur ersten Halbzeit? Letztes Mal in Hirschstetten war er dann doch halbwegs pünktlich, aber dieses Mal muss er einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Na, bin schon sehr gespannt. Also, schauen wir uns das an. Kamen Vienna. Ja. 25 Minuten, nicht schlecht. Meine Lieben, bitte meldet euch noch recht zahlreich bei mir für mein Fan-Fotobuch-Projekt. Bitte macht dabei mit, ich möchte so gerne viele verschiedene, unterschiedliche, interessante Vienna-Fans in dieses Fan-Fotobuch hineinbekommen.
Wir haben noch 5 Heimspiele, das heißt 5-mal die Gelegenheit, sich von mir fotografieren zu lassen. Ich gehe vor dem Spiel oder in der Pause durch, bitte sprecht mich an, ich mache dann ein schönes Porträt von euch. Dann brauche ich aber noch einen Text von euch, eine Geschichte, eine Anekdote, irgendein nettes Erlebnis, das ihr mit der WNA hattet. Das kommt dann in das Fanfotobuch hinein. Ja, bis Juni würde ich ganz gerne das Projekt abschließen. Dann geht das in die Grafik und ab Herbst, dann ist das Fotobuch erhältlich. Natürlich halte ich euch hier auf dem Kanal am Laufenden über die Entstehung dieses Fanfotobuches. Ja, das nächste Spiel ist gegen den Tabellenführer, gegen WAF. Am Sonntag bin ich aber leider Gottes beruflich bedingt nicht dabei. Aber beim nächsten Heimspiel gegen Red Star Benzing, da bin ich wieder mit der Kamera unterwegs. Da gibt es auch wieder Gelegenheit, sich von mir fotografieren zu lassen. Ja, meine Lieben, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns. Also, come on Vienna!